Hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW Shadowlands. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Es geht in den Ardenwald. Und ich habe mir auch schon fleißig mich darauf vorbereitet. Zuallererst habe ich alle möglichen Ardenwald-Erfolge mir rausgesucht, die mir im Verlauf der Geschichte des Ardenwalds möglicherweise erreichen können. Dann habe ich gestern mit meinem Magier es bis nach Oribos geschafft und habe mir diese Verbänder hergestellt. Leichte und große. Dann habe ich mir noch drei Rucksäcke oder Taschen genäht. Warum drei, nicht vier? Ganz einfach, weil der Tasche der vielen Fächer schon 30 Platz hat. Dann habe ich ja noch ein bisschen alles sortiert. So nach Themen. Verbrauchbare Gegenstände, Heimwitzwaren, Ausrüstung, Müll und das ist ja halt Standard. Und als ich mich eingeloggt habe, habe ich den Tipp bekommen, dass in den Erfolgen bei Statistiken meine ganzen Tote gezählt werden. Warum schreibt ihr das als Tipp in den Einlog-Fenster? Warum macht ihr das? Na egal. Wir wollen nicht länger um den heißen Brei darum reden, sondern ihn endlich essen und uns zum Ardenwald zu begeben. Ich hatte jetzt keine Ahnung, wie ich das am besten ausspreche, aber ich glaube, es reicht schon. Ja. Ach so, von dir. Also, dann haben wir in der letzten Folge die Stimme von Tyrande, Jaina, uns rein wieder gehört. Was aus Bane wurde, weiß ich nicht. Er war nicht zu hören. Was mag eure Vorsehung sein? Oh, und da ist sogar die Winterkönigin da drauf gemalt. Und eine hübsche Blume. Leute, ich freue mich schon so sehr auf den Ardenwald. Ich kann es kaum erwarten. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Ihr wollt mich also nicht darauf hinweisen, dass mich jemand dorthin bringen kann. Dürfen sich bestimmt schon drauf verlassen, dass wir es schon wissen. Wie läuft denn der Ork? Kannst du bitte mal laufen? Ich würde es mir echt gerne mal sehen, wie das gerade aussah. Ach so, das ist normal. Ist dann nur komisch von meiner Perspektive aus. Der Ardenwald. Oh, sogar der Zwischenraum sieht bestimmt hübsch aus. Da los! Ich weiß es nicht. Wir gehen in den Ardenwald. Seid gegrüßt, ja. Sterbliches Wesen. Ja. Nicht reden. Bring uns hin. Oh. Blau. Ich mag blau. Das ist so ein hübsches, dunkles. Dann bin ich mehr blau. Oh Gott. Oh. Alter!
Es ist so wunderschön. Oh, sogar noch schöner, als ich es mir vorstellen kann. Leute, von so einem sehr wunderschönen Anblick kriege ich Gänsehaut. Wirklich. Jedes einzelne Härchen von meinem rot-weißen Fell steht aufrecht. Wisst ihr, wie ich aussehe? Wie der Schwanz von einer Katze, wenn er richtig miese Laune hat. Oh Gott, wir laufen auf Blüten. Ein blauer Gehweg? Das wird ein wundervoller Streich. Macht einfach. Oh, hallo. Was kann ich für euch tun? Keine Ahnung. Ihr habt einen Streich gespielt, sagt ihr? Die Nachricht ist magisch versiegelt? Spielverderber. Kann ich bitte noch weiterreden hören? Na, egal. Oh, direkt mal baden. Oh, erfrischend. Und hier schwimmen sogar Fische im Wasser. Und wir pflücken Nachtlilie. Was? Warum glühen so rot? Wir sind nicht in Wavendress. Da ist alles rot. Weiß ich zumindest aus. Wieder leicht. Platziert die Lilie. Das blöde Siegel geht nicht auf. Federleicht. Immer so viel zu tun. Lasst euch ansehen. Okay. Oh, das dürfte interessant werden. Die gefallen mir besser. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Weiter so. Sayat, aufwachen! Oh, mein Schlummer weicht. Sieh einer an. Was haben wir denn hier? Geschenke der Zeit. Der Wald seufzt vor Lachen. Ihr bringt Freude, Lady Mondbeere. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht könnt ihr dem Wald bald wieder zu Wachstum verhelfen. Oh nein, was ist denn los? Verzeihung, brauchtet ihr etwas? Hier entlang. Kommt. Leider kann die Winterkönigin keine Audienz gewähren. Sie ist zu sehr mit dem Abendwald beschäftigt. Die Dürre bedroht den gesamten Wald. Eure Stimme verklingt dagegen. Die Magie der Königin beschützt jeden Zweig und jedes Blatt. Ohne ihre Wacht wäre alles verloren. Vorerst müssen wir Nachtfeier an ihrer Stelle handeln. Hilfe! Helft mir! Da will jemand erstochen werden! Ich hatte euch gewarnt, nicht zurückzukehren! Ah! Spriggans! Tut mir leid, ich musste unterwegs Halt machen.
Nee, nee, nee. Hier wird niemand abgestochen. Und wenn, dann bin ich es, der absticht. Bin ich gerade wach oder schlafe ich? Sieht aus, als könnte die Hilfe gebrauchen. Ihr werdet richtig wieder leicht wird euch von hier an geleiten. Helft ihm bald auf euren Weg nach Tirnaval. Ach, der heißt Federleicht. Was ist denn hier los? Schlechte Laune? Ich kann mir den Baum nicht oft genug ansehen. Alter, was für ein Sternenhimmel. Braucht ihr das hier? Ein Händler. Als ob die Alkohol kennen. Kuchen! Honigflammkuchen. Kehrt bald zu mir zurück. Fertig. Also gut, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon darauf, die Winterkönigin kennenzulernen. Macht es gut. Korent gerät immer in Schwierigkeiten. Schauen wir, was es dieses Mal ist. Krieg ich schon Quellwasser? Erfrischend. Federleicht, hier drüben. Und schon der erste Port. Der sinnlos ist. Ein Freund von Federleicht ist auch mein Freund. Yay, ich bin ein Freund. Eure Hilfe nun, wenn ihr so wollt. Lady Mondbeere ist die beste Fee. Ist das wirklich nötig? Entschuldigung, seid ihr sterblich? Wäre das dann versucht, alles? Versucht, den Vogel vom Nest wegzulocken. Schatzieren, springen. Oder singen. Ich werde natürlich singen. Macht weiter. Ich schleiche mich vorbei.
Oh, also, hallo? Ups. Lauf, Torrent! Hast du ein Ei gestohlen? Ich brauche ein Ziel. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ja? Soll ich die Quest wiederholen? Nee, ich lass mal so. Weitermachen. Und was wünscht ihr? Wäre das dann alles, folgt mir. Der Herzholzhain ist nicht weit. Die Wildsamen bergen Naturgeister, die eines Tages erwachen und in ihre Welten zurückkehren. Die Königin muss entscheiden, wer überlebt und wer verdorrt. Dann ist der Geist darin verloren. Oh nee. Es war gerade so schön. Eine grausige Aufgabe, die notwendig ist, solange die Dürre anhält. Hier ist es nicht sicher für euch. Dieser Hain wird bald verschwinden. Nein, das können wir nicht machen. Es war gerade so wunderschön. Jeder muss Opfer bringen. Der Wald wird überleben. Wir brauchen Hilfe. Ein Wolf. Wir geben, was wir können. Wer seid ihr? Die Geister sehen zu. Ah, grün dieses Mal. Seid frei. Hier entlang. Wir wurden von hungrigen Tieren angegriffen. Seelen sind in Gefahr. Nein! Das darf nicht sein. Warum trägst du uns nicht, wenn du schneller bist? Ich habe geschworen, mich um die Wildsamen zu kümmern. Wir können sie nicht einfach zurücklassen. Wir müssen das unbedingt wieder in Ordnung bringen. Tezan, ihr habt Hilfe gefunden. Eine Geisterwiege. Bitte, gewährt mir eure Hilfe. Ihr seid rettet die armen Seelen. Verschwindet! Hä? Das heißt, hier wird es wohl keine Pflanzen geben, die ich zu Tränken verarbeiten kann, weil alles hier verdorrt. Gong. Hallo da! Sicher, sicher! Hier auf eurem Kopf! Geil! La, 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 la. Das muss ich mir das noch mal ansehen. Ist das niedlich. Seid ihr hier, um zu helfen? Der König umarmt euch. Wir stehen in eurer Schuld.
Also gut, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Folgt der Straße nach Tirnaval. Dort treffen wir uns. Ein Wald sollte eigentlich keine Straßen haben. Aber okay. Oh, eine höhere Gegnerstufe. Ja, und grün. Naja, passt noch ein bisschen zu dem, was wir gerade anhaben. Ist ja auch so grünlich. Und der Wald wird wieder zu einem Traum. Hilfe! Kann mir denn niemand helfen? Ich helfe euch gerne. Für den Ardenwald. Ich danke euch. Es ist schwer, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann. Ja. Besonders in der heutigen Zeit. Komm, muss gleich wieder alles verdauten. Achso, ich dachte, du bist jetzt einfach so unmächtig geworden. Ach, deswegen! Was für krone Zähne du doch hast, Großmutter. Was? Schon klar, damit man uns besser fressen kann. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was soll ich als nächstes herstellen? Jetzt spielen wir ein echtes Spiel. Was? Ihr hättet auf dem Weg bleiben sollen. Hä? Was ist hier los? Was ist denn das für eine hässliche Fratze? Darf ich zurück in den Traum? Danke. Findet Tirnaval. Was hat Akro? Von wem? Alles muss für die Königin perfekt sein. Da seid ihr ja wieder. Ich habe gute Nachrichten. Also die Winterkönigin ist keine Königin, die Ansprüche fordert. So viel weiß ich. So schön, euch zu sehen. Das Nachleben-Video werde ich sofort in die Videobeschreibung verlinken. Immer ein Vergnügen. Ihr seid besonders, nicht wahr? Wir kommen in Ardenwald. Ich habe meine Atmung fertig. Aha. Nicht ruckeln! Merkt euch, wenn Wavy ruckelt, dann hilft es meistens, wenn man die Kamera zum Himmel dreht. Und dann für ein paar Sekunden so lässt. Hui. Ruht und träumt vom Sternenlicht. Das klingt eher gruselig als das. Breitet eure Wurzeln aus.
Es gibt viel zu tun, bevor die Königin eintrifft. Die Zeit ist. Was? Das habe ich für dich gar nichts verstanden, weil du so rumschreien musst. Zwei Dungeons. Okay. Das. Ach, das gehört auch in den Atemwald. Die andere Seite. Oh, da ist bestimmt. Ist das ein Sandalari-Totenschädel? Oder verwechsel ich da was? Geister des Tals. Machen wir erst das, weil es geht, glaube ich, nur so rum. Hi. Was ist das? Wir müssen sie retten. Beeilt euch! Oh, jetzt habe ich einen Stab bekommen. Das hört mich gerade ein bisschen an Surama. Da war auch alles in solcher Farben. Alles glitzert, alles funkelt. Naja, fast alles. Wenn die Trockenheit nicht so wäre. Oh, der verfolgt uns. Warum bist du uns dann nicht gleich von Anfang an gefolgt? Ist irgendwas Schleierstoff? Nein. Ach, das ist der Stab. Schleierstoff. Das. Oh. Ey, cool. Es wird ja direkt da reingebracht, wo es hingehört. Was seid ihr denn für ein Wesen? Hilfe naht, Ruby! Der erinnert mich gerade irgendwie an Garfield. Kennt ihr den Film? Die fette Katze? Das ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Diese Katzen-Sounds, die sind immer wieder geil. Hau drauf! Von was wird der Wald eigentlich angegriffen? Seht mal! Das ist der... Das sieht aus wie ein Wächterdruide der Kultiraner. Und alles erstrahlt ein Arcana-Licht.
Also wenn der Ahnemann wirklich nur von dem kleinen Teufel hier terrorisiert wäre, dann kann man nur drüber lachen. So, ich glaube, ich kann mal einer von denen nehmen. Ah, okay, ich kann die immer wieder verwenden, wenn ich einen brauche. Meine Tasche ist... Das könnte auch nicht. Ah, okay. Abendkleid. Unter Debuff. Der ist so beruhigend. Irgendwie ist hier alles so beruhigend. Oh, ich will euch endlich töten. Fängt schon mal super an. Oh, die Schnecke. Ich bin schon gespannt. Oh. Oh, das ist gut. Komm her. Ich nehme all eure Anima. Kriegst du aber nicht. Ach, komm mal raus. Hallo? Ich habe kein Ziel. Ah, es hat schon irgendwie gereicht. Oh, schön, dass diese... eine Motte. Oh. Ich bin so dumm. Habe ich gleich meine Quest verkackt. Und welche Art von Geist seid ihr? Nein, das ist kein Geist, Slanknen! Slanknen? Hä? Otter. Ja, der ist aber sehr süß. Ruri Slang ist Slanknen und Schufa. Muss ich denn die Anima entziehen, werden die leben oder wenn ich sterben? Aber ich glaube, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ja. Kommt mal mit in die Kamera. Ihr seid meine Gäste. Alle müssen gut zu sehen sein. Guckt mir in die Kamera. Wir sind hier nicht im Film. Ja, so müsste es gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und sagt mir, wie ihr euch auch fühlt, wenn ihr das hier seht. Bis zum nächsten Mal mit WoW Shadowlands. Tschüss. Lebt wohl.